Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nightingale. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. In der letzten Folge haben wir uns eine ganze Menge neue Werkbänke aufgestellt. Zum einen hier das Spinnenrad, dann den Sägetisch und am interessantesten hier die einfache Nähbank. Die sollten wir ja auch für die Quest bauen und da können wir jetzt unsere persönliche Ausrüstung noch ein bisschen verbessern. Ein wenig Material hatten wir ja auch schon hergestellt. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Wir hatten 8 Leder. Lass mal kurz gucken, was können wir denn damit herstellen. Auf jeden Fall werden wir uns diesen Rucksack hier herstellen. Der kostet schon mal 2 Leder, sonst nur Pflanzenfasern. Die haben wir schon, die Kapuzenpelerine. Dann können wir uns eine Hose herstellen. Kosten nochmal 2 Leder, sind schon 4 Leder weg. Die kosten 1, sind 5 Leder weg, sind 7 Leder weg. Wären 8, wäre alles. Und Stiefel wären 9. Das heißt, wir können eigentlich alles bauen außer ein Teil. Dann würde ich mal sagen, wir lassen das Kopftuch weg und stellen uns den kompletten Rest her. Denn das scheint ja auch unsere nächste Aufgabe jetzt zu sein, da oben unsere Ausrüstungsbewertung irgendwie zu erhöhen, um diese antiquarischen Kraftort freizuschalten. Ach so, aber jetzt ist die Frage, wir wollen ja die Handwerkskarte ausspielen, dass unsere selbst hergestellten Sachen besser sind vom Wert. Wenn wir das überhaupt können. Vielleicht ist der Transmuter auch was ganz anderes und wir können da gar keine Karten ausspielen, sondern vielleicht sogar nur Karten herstellen. Müssen wir dann gucken. Da will ich auf jeden Fall als nächstes mal hin. Jetzt ist auf jeden Fall nur die Frage, wenn wir die Karte da ausspielen, hat es Auswirkungen auf die Sachen? Also hat es dann erst eine Auswirkung, wenn wir die, nachdem wir die Karte ausgespielt haben, dass wir die Sachen erst danach herstellen? Oder wäre das egal? Und hat das danach trotzdem, also wenn wir, ob wir die Sachen jetzt herstellen oder später, macht keinen Unterschied. Die sind einfach besser, sobald wir die Karte ausgespielt haben. Das ist so ein bisschen die Frage. Also erst herstellen und dann die Karte ausspielen oder erst die Karte ausspielen und dann herstellen? Wie machen wir's? Ja, wir stellen erst her. Ich will die Sachen sehen. Ich will vor allem den Rucksack haben, Leute. Wir stellen erstmal her. So, ein Rucksack. 2 Leder, 6 Pflanzenfasern. Herstellen. Super, geht schön schnell. Den nehmen wir uns. Haben wir den automatisch ausgerüstet, ist jetzt die Frage. +75 Plätze. Ich glaube, wir können aber weit mehr Gewicht auf einmal tragen. Kann das sein? Ich glaube, ja, Leute. Ich glaube, wir können mehr Gewicht jetzt tragen als vorher. Okay, Rucksack haben wir. Dann stellen wir uns einmal die verbesserte Hose her. Zack. Dann auf jeden Fall die Handschuhe. Einmal. Das Hemd. Und die Stiefel. Ne? Dann haben wir alles. Hemd und Stiefel. Noch. Also habe ich jetzt alles rausgenommen. Und das, haben wir es automatisch jetzt? Ich hoffe. Ja, okay. Wir haben die Hose. Wir haben einfache Handschuhe und wir haben unser einfaches Hemd. Was haben wir denn hier? Guck mal, das ist 6 nur, das hat Ausrüstungsstufe 20, wenn das das Level ist. Sieht nicht schlecht aus. So, jetzt hat sich hier, oh ja, hier, die Werte erhöhen sich auf jeden Fall ordentlich. Hose drüber. Handschuh noch an. So, und haben wir die Stiefel jetzt schon hergestellt? Nee, die stellen wir jetzt auch noch her. So, Stiefel. Zack. Und auch nochmal anziehen. Unsere Tarnungswertung ist aber nicht so gut. Anscheinend, aber okay. Dafür ist der Rest gestiegen. Und dann haben wir hier oben Gesundheit, Ausdauer und Hoffnung. Wie gut. Hoffnung haben wir auch noch. Wahrscheinlich, desto mehr wir uns ausrüsten und desto mehr wir hier auch an Einrichtungen reinpacken. Hä? Moment mal. Okay, wenn wir die Axt in der Hand halten, ist unsere Ausrüstungsstufe höher. Oh, Ausrüstungsstufe, genau. Wir können ja noch mehr Sachen herstellen. Und wir haben ja auch noch gelernt hier, hier den Streithammer. Riemen, Holzbündel und einen Steinblock. Und sonst ist, ach ja, und die Angel haben wir uns auch noch geholt, ne? Holzbündel, Tierfasern, Knochen. Ich glaube, Tierfasern haben wir keine mehr. Oh, Kletterpickel. Oh, das klingt auch interessant. So, wir brauchen Steine, wir brauchen Holzbündel, wir brauchen Riemen. Lass mal gucken, was haben wir denn hier noch? Brauchen wir die normalen Steine? Ich glaube schon. Nehmen wir die Steine rüber. Holzbündel. Wahrscheinlich können wir das nicht mehr laufen, ne? Und
Ein paar Riemen haben wir auch noch. So, wir können den nicht herstellen, weil da fehlt uns der Stein. Ach, Steinblock brauchen wir. Okay, Steinblöcke haben wir auch noch. 3 Stück. Gib mal her. Hopp. Und auch, guck mal, was wir... Normalerweise werden wir längst überladen. Wir können auf jeden Fall mehr Gewicht tragen durch den Rucksack. Hundertprozentig. Wie gut. So, also, Kletterpickel. Herstellen. Auf jeden Fall. Und hier der Streit. Oh, und Hammer, der ist auch neu, ne? Den haben wir auch nicht gebaut, einen einfachen Hammer. Für jene, die darauf hoffen, eine dauerhafte Siedlung in den Welten errichten zu können, sind nur wenige Werkzeuge von größerer Bedeutung. Selbst ein so ruinierter, rudimentärer Hammer ist ausreichend... Ach, ruinierter ist auch gut. Ausreichend, um anfällige... Ah, okay, Reparaturhammer. Auf jeden Fall gebaut. Dann haben wir wahrscheinlich keinen Stein mehr für den Streithammer jetzt gleich. Nee. Okay, da fehlen uns aber auch nur die Steinblöcke. Gib das mal her. Kletterpickel. Okay. Also können wir anscheinend hochklettern mit dem. Und dann haben wir unseren Schirm zum Runtergleiten. Gefällt mir. So, warte mal. Das hier können wir doch mal gleich extrahieren, unsere alten Klamotten hier. Gibt zwar nicht viel Essenz, aber ein bisschen was. Und das ist der zum Reparieren. Den brauchen wir ja nicht dauerhaft, ne? Haben wir gerade Pflanzenfaser in der Tasche? Ja, dann lass uns nochmal hier so eine Tasche hier vorne bei uns am Fußende platzieren. Da können wir unsere Ausrüstung reintun, die wir erstmal nicht brauchen. Ja, du kommst dahin. Zack. So, da schmeißen wir dann den Hammer rein. Und... Ja, die Schleuder ist eigentlich nicht schlecht, ne? Die behalten wir mal in der Tasche und den behalten wir beim Rucksack, den Kletterpickel. Okay, dann gehen wir uns kurz nochmal einen Steinklumpen holen hier. Ich habe gerade eben schon wieder Wölfe gehört. Sind hier irgendwo Wölfe unterwegs? Die würden wir dann auch gleich nochmal mitnehmen für Tierfasern. Ich meine, ich habe gerade ein Jaulen gehört. Ich dachte kurz, sitzt einer, aber es ist der Felsen da. Da sitzt kein Wolf. Okay, dann holen wir erstmal die Steinbrocken. Steinklumpen. Und stellen uns auf jeden Fall nochmal diesen Streithammer her. Irgendwas macht hier auf jeden Fall Geräusche. Sollte ja jetzt reichen. Zack. Und was brauchen wir für die, ja, für die Angel? Brauchen wir eben die Tierfasern. So, Streithammer. Ja. Ist gebaut. Okay, zeig mal her. Den nehmen wir dann erstmal hier auf die 2, wo die Sichel ist. Ja. Oh, sieht cool aus. Sieht cool aus. Zeig mal her. Okay, der ist aber langsam. Aber der haut bestimmt richtig rein. Super. Okay, ich würde sagen, Tür zu. Einmal einen Blick auf die Karte. Da geht's... Und den haben wir auch noch nicht gesäubert, den Bereich, ne? So, wir können ja hier auch Markierungen setzen, ne? Eigentlich ist ja egal. Hauptsache, wir haben irgendwie einen Wegpunkt. Den wir aber nicht auf dem Radar... Ach so! Ach so! Ah, den sehen wir nicht auf dem Radar. Den sieht man so. Ich habe nach oben geguckt auf dem Radar. Den sehen wir ja gar nicht. Doch, den sehen wir. Super! Oh, hier sind ja doch Wölfe. Hallo! Können wir gleich mal unseren Streithammer ausprobieren. Oh, wow. Der haut gegen Wölfe nicht so rein wie die Axt auf jeden Fall. Oh, vielleicht gibt es ja... Das wäre natürlich cool. Dann gibt es eine Mechanik von... Je nachdem hier. Stumpfe Waffe, scharfe Waffe und so weiter. Wie in so klassischen Rollenspielen. Wenn wir jetzt dann davon ausgehen. Was weiß ich, wie zum Beispiel jetzt hier, ne? Der Klassiker, eine stumpfe Waffe wie so eine Keule hilft... Oh, Legs. Hilft super gegen... Skelette oder sowas. Wenn es sowas auch gibt. Oder gegen, keine Ahnung. Ah, wie gut. Okay, die Wölfe ist also die Axt auf jeden Fall besser als der Streithammer. Dann wahrscheinlich gegen die Viecher, die wir bis jetzt als Gegner hier haben, die rumkrabbelnden. Ich kann auch gedrückt halten. Wahrscheinlich dann auch die Axt besser. Bringt der Streithammer denn ein höheres Ausrüstungslevel? Nee, der bringt uns auch nur auf maximal Stufe 18 da oben. Alles klar. Okay, die Karten haben wir automatisch dabei. Wir gehen jetzt dahin. Oh, Leute.
Genießen aber zwischendurch auf jeden Fall mal kurz die Aussicht. Ist schon ein schönes Spiel, ne? Das hat auf jeden Fall was. So, wollen wir es riskieren? Mit unserem Schirmchen so ein bisschen? Ja, komm. Ah, oh, die muss den Schirm auch in der Hand nehmen, Junge. Habe ich wieder fast vergessen. Eieiei. Pack den mal gleich auf die Schnellwahl. Okay, uns ist aber nichts passiert. Nichts passiert. Alles gut. Ist nichts passiert. Kein Problem. Noch tiefer tauchen. Antiquarisch. Wieso? Oh, haben wir jetzt mit dem Schirm und dem Messer Ausrüstung Stufe 20 erreicht gehabt jetzt gerade? Kann das sein? Wie gut. Okay, wir sollen die antiquarische Karte freischalten. Keine Ahnung, wie das geht. Finden wir noch raus. Da drüben haben wir Wildschweinchen. Wir lassen die mal gerade. Und gehen erstmal ein Stück weiter. So weit ist ja nicht mehr. Oh, stimmt, ich konnte mal. Hier sind wir, glaube ich, schon mal vorbeigelaufen, ne? Kommt man sich auf jeden Fall ausruhen auf den Betten, die hier draußen stehen. Machen wir doch glatt mal. Und wir haben die Kletterpickel dabei. Ne? Wollen wir die auch mal ausprobieren? Ob wir irgendwo jetzt hier hochkraxeln könnten? Wenn wir eine passende Wand sehen, probieren wir es aus. Ob wir da irgendwo hochklettern können. So, sind wir hier an unserem Marker. Da kommen auch Gegner. So, wir probieren nochmal den gegen die Viecher. Ich schätze, da wird die Axt auch besser sein. Oder auch nicht. Die hätten ja voll von den Socken gehauen. Wie gut. Die Keule. Oh, wow. Oh, da wirft irgendeiner was auf uns. Wer wirft hier was? Der da. Oh, nein, daneben. Bleib hier. Okay. Alles klar. Gut, dass wir den mal gebaut haben. Halt, bleib hier. Oh, ich zieh zu früh zurück. Der braucht ein bisschen länger, bis er trifft. Oh, wie gut. Der hat ihn ja voll von den Socken gehauen. Schön aus den Latschen gezwiebelt mit dem Streit. Oh, mit dem Streitammerchen. Oh, herrlich. Der gefällt mir. So, noch einer. Ich glaube, es waren alle. Sammeln wir alles auf in der Umgebung. Okay, das war schon mal der Platz. Oh, super, der Streithammer ist gut. Gegen Wölfe nicht, aber gegen die. Herrlich. Herrliche Waffe. Oh, hier ein Barren. Nehmen wir mit. Wie es den umgezwiebelt hat. Richtig schön. Auch das Gefühl von, also das Impact-Gefühl im Nahkampf ist echt gut, weil den hat's, das macht richtig Laune. Richtig das Gefühl, dass man wirklich mit so einem wuchtigen Streithammer drauf zwiebelt, wenn es die so aus den Socken zwiebelt. Ah, herrlich. So, wir müssen hier die Treppe rauf. Gefällt mir. Schöne Waffe. So. Mal gucken. Wir können ja hier. Oh, bitte kein Lag. Anwesen Adresskarte. Oh, ist das dann ein neuer Zielort? Adresskarte? Oder war das eventuell das, was man für den Mehrspieler brauchte? Da hat man ja auch irgendwas gelesen in der Beschreibung. Oder es war in einem von Pucks Texten mit den Adresskarten. Ja, das war irgendwie da. Oh, hier liegt noch was. So, und... Oh, da ist das Ding. Das ist dieser Transmuter. Mal gucken, was wir da jetzt machen können. Ich hoffe, wir können da irgendwie unsere Handwerkskarte ausspielen. Das wäre super. Frage ist auch, wie benutzt man das Ding überhaupt? Kleine Weltenkarte. Eine kleine Weltenkarte spielen. Ja, Leute, das macht man hier. Handwerkskarte. Doppelklick. Die Verbesserungsdauer wird um 10 Sekunden reduziert. Wie? Das stand vorher da nicht bei, dass da irgendwas reduziert wird. Wir wenden die jetzt trotzdem an, Leute, weil wir sonst haben wir... Oder wir haben die Schatzkarte und die Minenkarte. Ne, wir wenden jetzt mal diese Handwerkskarte an. Okay. Ja, geh mal weg. Oh, hier, keine Ahnung, was passiert, Leute. Okay. Wir
haben die Dings gespielt. Hat sich was erhöht? Das hat alles immer noch Level 20. Unsere Ausrüstung ist immer noch Level 18. Ich hätte mal vorher auf die Werte gucken sollen, ne? Maximale Gesundheit 16,5 maximale. Vielleicht gilt es auch erst für alle Sachen, die wir ab jetzt erst herstellen. Warum habe ich die ganze Ausrüstung eigentlich noch in der Tasche? Keine Ahnung. Wir können ja kurz zurückreisen. Springen mal kurz zurück zu unserem... Yep. Einmal kurz zurück. Okay, und den haben wir auch freigeräumt, den Platz, ne? Super. Das Streithämmerchen gefällt mir sehr gut. So, lass mal kurz unsere ganzen Sachen hier, die Taschen leer machen, dass wir nicht alles mitschleppen, was wir nicht brauchen. So, und dann gehen wir vielleicht nochmal... So, das kann hier rein, Steine können hier rein. Oh, Schwarzpulver haben wir bekommen. Jede Menge Fasern, die können auch hier rüber. Und dann ist die Kiste voll. So ein Mist. Zwirn. Oh, wir haben zu viele Sachen hier, pass mal auf. Schmeißt mal ein bisschen davon was raus und diesen angefangenen Stapel Stöckchen auch. Dann kann das noch da rein und die Barren können noch da rein. So, hier kommen die tierischen Sachen rein. Oh, wir haben wieder ein bisschen Fleisch, ne? Was sagt denn unser Vorrat an gebratenem Fleisch? Ist okay. Das heißt, daraus können wir Tierfasern machen. Da können wir uns auch mal die Angel herstellen. Ja, super. Und hier hinten hatten wir Munition, ne? Schmeißen wir da auch das Schießpulver dazu. So, die tierischen Fasern haben wir hier gemacht, ne? Tierfasern. Wir können nur einmal... Oh, reicht das überhaupt? Ich glaube, wir brauchen zweimal Tierfasern für die Angel. Wir stellen auf jeden Fall einmal her. Zack. Lass mal gucken. Reicht das für die Angel? Was brauchte die? Zwei Tierfasern. Okay, reicht noch nicht. Dann Tierfasern hier rein. Das eine Stück Fleisch brutzeln wir ruhig durch. Da dürfte noch ein bisschen was drin liegen. Yep. So, ja, automatisch füllen und herstellen. So, alles klar. Dann brutzeln wir uns das noch durch. Das lösen wir auf. Wie viel haben wir denn? Schon wieder 392 Essenz. Läuft gut. So. Okay, Angel können wir uns nicht herstellen. Tür zu. Möp. Dann halt. Mach den. Können wir den versch... Oh ja, super. Wir können den wieder wegnehmen. Dann... Ach, das ist ja schon hier der antiquarische Kraftort, ne? Da müssen wir irgendwas machen, um den jetzt dann zu aktivieren, freizuschalten. Da ist das Portal. Okay, dann gehen wir dahin. Auf geht's. Wollen wir mal ein bisschen anders laufen? Können wir vielleicht noch ein paar neue Sachen entdecken. Wir gehen mal hier auf der Seite so ein bisschen rum. Einmal rüber auf die andere Seite hier von unserem kleinen Tümpel. Boah. Doch hüfthohes Wasser hier. Kommt man nicht so leicht durch. Fische haben wir hier bestimmt keine drin, ne? Müssen wir dann ausprobieren, sobald wir die... hier, nimm mal den Schirm raus. Es regnet nebenbei. Doch, hier sind Fische, hier sind Fische. Oh, hier sind kleine Fische. Ja, er stand gerade sammeln, aber ich kann den nicht so sammeln. Wir können auch nicht draufhauen. Nee, die müssen wir wirklich angeln. Sammeln stand hier für das Schilf. Oh, wie gut. Was ist das hier? Ist das ein Schiffswrack gewesen? Was ist das hier? Ja, das war das Schiffswrack, ne? Und Wölfe. War das Schiffswrack, wo wir schon mal waren? Sieht so anders aus. Hier waren wir auch nicht, Leute. Das ist nicht das Schiffskraft, wo wir schon mal waren. Oh, Schatzkiste. Alles nehmen. Die Wölfe sind erstmal friedlich. Da oben gehen wir auch hoch. Wir gucken uns auf dem Weg in Ruhe um. Wir haben zwar ein Ziel, aber das, wie wir da hinkommen, haben wir da auf dem Weg haben wir Zeit. Hallo. Grüß dich. Au, aua, 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 aua. Mach doch nicht sowas. Au, ach, Mist. Ich bin zu früh weggedasht. Nicht genug Ausdauer. Puh. Ich hänge hier auch an irgendwas fest. Raus hier. Wir müssen aufs freie Feld raus. So, die kommen jetzt. Wir nehmen mal lieber kurz die Axt. Ein Hammer. Schade, dass der Streithammer gegen die nicht funktioniert. Aber es geht ja auch so. Alles klar. Sehr schön. Fleisch und Leder.
alles mit. Und noch mal ein bisschen Essenz. Zack. Und den natürlich auch nichts verkommen lassen. Hier, wir können euch mal eine Kleinigkeit essen nebenbei. Sehr schön. Hau dir mal hier ein Stück Steak rein und vielleicht gleich noch eins zur Sicherheit. So, alles klar. Schirmchen wieder raus. Weiter geht's. Da hinten war irgendwo noch eine Kiste, ne? Da. Okay. Ich dachte, das ist das Schiffsdorf, wo wir vorbeigelaufen sind. Aber das ist es. Ist es auf jeden Fall nicht. Festmahlkarte. Oh, wie cool. Ob man noch mehrere Karten spielen kann oder ob wir die dann vielleicht irgendwie mixen können. Oh, wir gehen in die falsche Richtung. Super schön die Soundeffekte vom Gewitter wieder. Und auch wie es auf dem Regen schön prasselt. Und auch jetzt mit dem leichten Nebel. Aber warte, eigentlich wollte ich zu der Ruine da drüben. Aber jetzt haben wir hier noch eine Ruine. Nehmen wir erstmal die. Komm, weißt du was, wenn wir hier überall an den Bärchen vorbeilaufen, nimm ruhig mal ein paar Bärchen mit. Die können euch jetzt richtig, richtig viel tragen mit dem Rucksack. Können wir uns die Taschen nochmal auch mit ein paar Bärchen vollstopfen. Auf dem Weg. Ich höre schon wieder Wölfe jaulen. Ja, das sind auch welche. Was ist das da unten? Oh, noch eine Ruine. Und nochmal Wölfe, glaube ich. Hier sitzen auf jeden Fall welche dabei. Gibt es ein Gratis-Schnitzel. Das holen wir uns. Zack, weg hier. Kommen sie? Nee, die kommen nicht. Aber der wird auch schon langsam sauer da. Kurz gucken, hier drin liegt, glaube ich, noch einer. Ja, Mist, hier liegt noch einer. Okay, der hat uns gesehen. Ja, ich habe es gesehen, dass du uns gesehen hast. Messerchen geht aber auch. Da. Ausdauer. Okay, den haben wir. Und gleich das erste Schnitzel rausgeschnitten. Im Vorbeifliegen. So. Und da auch gleich. Okay, sammeln wir das schon mal ein. Ich habe noch was gehört. Nimm mit. Sehr schön, Leute. Dann können wir auf jeden Fall einiges an Tierfasern herstellen. Und auch noch mal einiges an Leder. Bin mal gespannt, ob der Essenzhändler dann nochmal jetzt schon neue Sachen hat, weil wir unsere Ausrüstungsstufe gesteigert haben. Ob der dann auch neue Waren ins Angebot kriegt. Alles klar, weiter in die Richtung. Reparier mal ein bisschen was. Aber warte mal hier, mach mal alles reparieren einfach. Das ist, ja, passt. 402 Essenzen haben wir. Wir können auf jeden Fall ein bisschen was kaufen, wenn er neue Sachen hat. Lass uns mal kurz darauf. Ich will einmal darüber lunzen. Die sehen eigentlich irgendwie nicht essbar aus, aber wir nehmen die trotzdem mal mit. Ich glaube, die kann. Oh, was war das? Also diese kleinen Viecher. Die sind aber harmlos. Jedenfalls haben sie uns bis jetzt noch nie was getan. Hm. Schon wieder Wölfe. Oh, was ist das hier? Ein Käfig. Ein etwas größerer Vogelkäfig. Und nochmal so ein Story-Schnipsel. Über den Umgang mit den Fee, 12. April 1886. Leihanfrage, wie gut. Die niedrigen Höfe, niedrige Feehöfe werden entweder nach ihrer Abstammung, ah, da fehlt aber, glaube ich, ein Buchstabe, Abstammung von einem niedrigen Älteren, oh Leute, das kann man ja kaum lesen. Was dies bezeichnet, kann ein, das ist, da muss aber nochmal einer rüberschreiben, Leute, was die Übersetzung angeht. Guck mal, einem ehemaligen. Okay, das hat man bei dem einen Text schon mal. Ich meine, Höfe ist noch okay, aber. Ah, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Alles klar, das lese ich dann mal lieber nicht vor. Das ist. Okay, ich hoffe, wir können das vielleicht doch nochmal irgendwo nachlesen. Und ich habe es nur nicht beim letzten Mal nicht richtig gefunden. Aber da haben ja so ein paar Buchstaben gar nicht gestimmt. Oder es soll Fee-Schrift sein, keine Ahnung. Aber das ist dann ja, würde ich mal sagen, hallo? Echt schwer zu lesen.
wenn man die Buchstaben erstmal ein bisschen enträtseln muss. Liegt hier auch irgendwas rum? Nee, schade. Boah, wie gut. Das sieht ja mal cool aus. Und jede Menge Kristall anscheinend obendrauf. Irgendwas hängt da an den Seiten. Oh, schon wieder mal ein Wolf. Warte, Wolf, ich will jetzt eigentlich mal kurz nur da reiten. Ja, schade. Reingucken, wollte gar nichts von dir jetzt. Oh, da, die kommen da raus. Okay, dann hätten wir sie sowieso am Hals gehabt. Die waren da drin. Alles klar. Au, ah. Kopftreffer, Kopftreffer. Ja, den haben wir. Ausdauer. Warte kurz, wir müssen ein bisschen Ausdauer regenerieren. So, jetzt kannst du... Oh, jetzt kannst du wieder... Oh, wei, der Hügel runter ist nicht so gut mit dem Ausweichen. Okay, haben wir. Ach, schon ein bisschen ärgerlich mit dem Text jetzt. Aber gut. Manche Sachen sind dann auch noch gar nicht übersetzt. Wie gesagt, vielleicht sollte es auch jetzt... Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil das war einfach nicht... Das waren einfach nicht die richtigen Buchstaben, sage ich. Das sollte jetzt nicht irgendwie Fee-Schrift sein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, gucken wir hier rein. Nehmen wir das Licht raus. Nee, das ist was zu essen. Hallo, hallo. Leute, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben auch hier diese Kletterpickel jetzt dabei. Gib die mal auf die 3. So, kann man jetzt hier einfach eine Wand hochkrabbeln? Können wir da jetzt ranspringen? Und, ja, so geht's nicht. Oh, eieiei. Da springt er gleich ganz raus. Oder können wir hier außen jetzt einfach, können wir an den Dingern... Okay. Wir kommen aber noch nicht weit. Wir kommen aber noch nicht weit wegen der Ausdauer. Haben wir... Ja, wir sind eigentlich ganz gut ausgeruht. Ah, nee, hier kommen wir nirgendwo... Kommen wir nirgendwo rauf, ne? Nee. Das ist zu hoch. Wir können ja gerade mal 3 Meter weit kraxeln. Man darf auch nicht zuschlagen. Einfach Leertaste drücken. Nicht drauf, sondern einfach Sprungtaste. Dann haut er da die Dinger an die Wand. Okay. Ist aber mal eine coole Mechanik. Gefällt mir. Okay, wir brauchen also eine Menge Ausdauer. Aber wir können ja selber keine Punkte verteilen, ne? Wir steigen irgendwie automatisch hier am Level auf. Oder wir hatten noch kein richtiges Level ab und haben jetzt nur unsere Sachen verbessert. Alles klar, weiter geht's hier hoch. So, warte mal, das ist doch jetzt hier auch dieser Kraftort. Müssen wir da irgendwie rein dann? Um da irgendwas freizuschalten. So, hallo. Guten Tag. Wir schauen nochmal vorbei. Irgendwas macht hier doch auch schon wieder Geräusche da oben. Mit Roscoe reden. Aber sowas von. Roscoe, hast du zufällig neue Sachen im Angebot? Okay, Karten hat da noch ein paar im Angebot. Licht haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Okay, wir können Ressourcen bei ihm kaufen. Oh, wir könnten ja, nee. Machen wir erstmal nicht. Machen wir erstmal nicht. Wir können ja selber Sachen sammeln. Nee, lassen wir so. Okay. Da oben klingelt auf. Da ist auch was da oben. Da sieht man es leuchten. Wieder so ein Echo. So, haben wir noch was zu essen? Ja, ist nochmal gleich ein Happen hier. Nur zur Sicherheit. Und dürfen wir uns eigentlich hier ausruhen? Tag. Oh ja, wir dürfen. Das ist ja super. Vielen Dank. Aber wir haben die Dinger ja auch gebaut. Dürfen wir uns da ruhig auch mal ausruhen. So. Zeig mal her. Hier. Nee, es war noch ein weiter oben. Hier, ich kann hier nicht rauf. Doch, wir können hier rauf. Noch ein weiter oben. Da ist nochmal, da britzelt es nochmal, wie an dem Schiffswrack.
Hoffentlich ist das vernünftig geschrieben jetzt, Leute. Das sieht doch schon besser aus. So. Aha, der antiquarische Kraftort. Erste Schritte der Initiierten. Initiation in den Orden der Ritter des Roten Kreuzes. Ihr steht nun vor der Passage zu unserem ersten geheiligten Kraftort. Trotz seiner gedrungenen Gestalt schien er auf uns herabzublicken. Seine Rüstung glänzte im Schein der untergehenden Sonne und er verkörperte Mut und Tapferkeit, wie ich es mir von einem Ritter vorgestellt hatte. Diese Schwelle zu überschreiten heißt, unseren Reihen würdig zu sein. Niemand, dem es an Courage, Kraft, Herz fehlt, wird die Grenzen unserer uralten Magik überwinden können. Wer hier ins Straucheln gerät, dem bleibt dieser Schritt auf ewig verwehrt. Meine Hände zitterten und mir stockte der Atem. Der Gedanke daran, nach lebenslanger Sehnsucht kurz vor dem Ziel abgewiesen zu werden. Wenn eure Absichten aufrichtig sind, junge Knappen, dann werden wir uns auf der anderen Seite wiedersehen. Das versichere ich euch. Als Gleiche unter Gleichen. Würdevoll wandte er sich von uns ab und verschwand in den schimmernden Magik des Tores. Schon Augenblicke danach schien er wieder so gefestigt wie zuvor. Wir näherten uns. Schien es schon wieder so gefestigt wie zuvor. Sollen wir da jetzt durch, oder wie? Durch das... Ist das ein Tor? Ein magisches. Will ich da rein? Wollen wir vielleicht erst ins Schiffswrack reingucken? Das sieht aber mal cool aus. Machen wir alles reparieren. Wir haben 19 Mal Heilsalbe dabei. Wir gehen da jetzt rein, Leute. Okay, man kann auch hier rein. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Das heißt, wir könnten also auch in dieses Schiffswrack... Oh, sieht das geil aus, wie das Licht hier reinfällt. Ne? Hallo? 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 Alles gut? Ich bleib hier. Ich bleib erstmal drin. Okay. Boah, das sieht hammer aus. Okay, hier haben wir noch so ein Ding. Hoffnungsecho freisetzen. Machen wir. Erste Schritte der Initiierten. Initiationen. Warte, da kommt einer. Nein, warum? 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 Was soll das denn? Da kriegst du erstmal einen mit dem Streitkolben. Verzwirbelt. Oh, warte. Nochmal, jetzt aber einen. Aus den Latschen sollst du kippen. Aber warum? Ist wieder so ein Lampenträger hier. Ab. Und da schmeißt einer Granaten an die Decke. Okay. Sehr schön, dass das hier so niedrig ist. Oh, das hätte uns aber fast erwischt. Wir müssen da irgendwie ranstürmen jetzt. Erstmal davon ein und dann... Wo ist er? Habe ich ihn rausgeschubst? Nee. Herrlich. Aber warum? Wir konnten das... Oh. Spiel, warum machst du sowas? Ach Mann, ärgerlich. Wir müssen nochmal gucken, das muss man irgendwo nochmal nachlesen. Igitt. Wir gehen trotzdem an die Kiste. Leichte Schleierkarte. Um sich schneller bewegen, sicher in großen Höhen springen zu können. Oh. Hört sich sehr interessant an. Mal gucken, was wir noch so für Karten ausspielen. Oh, schade. Ich fand die Geschichte jetzt gut mit dem Ritter. Schon der Anfang. Ah. Aber okay, das Gute ist, es ist nur eine Seite. Ne? Im Let's Play könnt ihr zumindest pausieren und euch das selber durchlesen. Das ist beruhigend. Jägerkarte. Sense Widerstand. Hallo, hallo, hallo. Irgendwas kommt. Was ist das cool hier drin? Bis auf, dass die Viecher einen beim Lesen stören. Das ist echt... Gefällt mir. Richtig kleiner Dungeon irgendwie. Da schreit auf jeden Fall noch jede Menge Viechzeug rum. Warte mal, die Kartenmarkierung stört gerade. Mach die mal weg. Ja. Warum ist sie jetzt nicht mehr da eigentlich? Ah, jetzt ist sie wieder da. Alles klar. Okay. So, ich glaube, da müssen das auf einmal aus der Auswahl verschwunden, das Symbol. Wie sind die jetzt hier drin oder werden die von draußen? Nee, die sind draußen. Oh, guck mal, wir können sogar nach draußen. Oh, das ist ja mal cool. Ja, wir können einfach hier direkt nach draußen gucken. Okay, und irgendwie hier drin wird noch ordentlich gebrüllt. Lebensenergie ist auch noch gut. 155. Ausdauer, Hunger ist gut. Streithammer sieht super aus. Wie kommt man hier jetzt weiter runter? Hier. Da ist wieder so einer. Einmal durch den Roten. Weg mit dir. Und drauf auf die Birne. Oh, der hat
eine verpoolt. Stell mir vor, nochmal eine. Oh, er hat nochmal eine geworfen. Raus aus dem Dampf. Oh, 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 weg, 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 weg. Nicht zu schnell. Nimm mal eine Heilsalbe. Oh, sie geht aber gut. Die gehen aber gut, die einfachen Salben. Das ist schon super. So, dann kommen wir ja hier. Zopp. Einmal dich. Oh, 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 oh. Ist der vorbeigeflogen? Nee, so halb. Der Lampenträger. Das ist launig. Okay. Geht doch aber noch ganz gut. Hallo, hallo. Schade, nichts zu sehen. So, jetzt haben die uns hier ein bisschen durchgehetzt, ne, die Viecher. Gucken, ob es hier andersrum noch was zu entdecken gibt. Sieht aber nicht so aus. Von oben sind wir runtergekommen. Und hier geht's weiter. Das ist schon nicht schlecht gemacht. Vor allem, dass man direkt rausgucken kann, finde ich cool. Dass man also nicht die Verbindung zur Außenwelt verliert. Man geht zwar rein in so einen Dungeon, aber trotzdem noch sieht man draußen die rumstehen und kann auch direkt rausgucken. Oh, aha, ja. Da geht's mal ein Stück runter. Da liegt nicht, da leuchtet noch was. Den wir runtergehauen haben von oben, kann das sein? Kann sein, würde ich sagen. So, weiter rein. Oh, hier geht's ganz schön weit runter auf jeden Fall. So war einer hinter uns. Du Saufie. Jetzt mal gleich einen auf den Schädel. Hau ab. Oh. Worms. Na komm her. Ausdauer. Ah, Ausdauer. Oh, die kriegen sogar ihre eigenen Dinger ab. Kann das sein? Jedenfalls hustet er da rum im Nebel. Nein, Spiel, mach kein Mist. Da kommt noch so einer. Er rennt mal vorbei. Oh, schön. Raus nichts werfen, alles gut. Zonk. Den haben wir auch. So, da ist aber noch einer mindestens. Sammelt alles ein. Einen höre ich auch noch rumgrunzen. Da ist er. Zwei sind hier noch. Drei sind hier noch. Da muss er schon am Kopf treffen, aber dann haut so aus dem Latschen. Ah, da wirft schon wieder einer. Den haben wir auch. Da oben ist er. Super gute Waffe. So, einen höre ich aber noch krauchen. Oder war das der, wie er umgefallen ist? Ah, Schatzkiste. Du kommst mit. Was immer du Schönes hast. Leichter Reinigungstrank. Ein milchig-weiße Flüssigkeit mit perlmuttartigem Glanz, die geruch- und geschmacklos ist. Ihr Verzehr lässt die Welt farbenprächtiger erscheinen und bannt sämtliche bösartige Magik. Okay. Interessant, interessant. Finde ich cool. Scheint also auch noch richtig viel Magie zu geben in dem Spiel. Wir können ja auf jeden Fall irgendwie auch unsere Waffen verzaubern. Wir haben ja schon so ein paar Zaubersprüche gefunden, die entweder für Waffen funktionieren müssen von der Beschreibung her oder für unsere Klamotten. So. Weiter abwärts. Okay, noch mehr Viecher. Wow, der ist neu. Oh, der ist neu. Ich treffe ihn nicht, weil der andere sich da dazwischen stürzt. Keine Ausdauer. Weg, 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 weg. Muss mal rauf. Rauf, 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 rauf. Oh, der ist übel. Okay, oh. Aber gut, so viel Schaden. Oh, vielleicht haben wir es geblockt, kann auch sein. Puh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Nimm die Heilsalbe. Okay, den haben wir umgezwiebelt. Immer schön am Kopf rauf. Ich glaube, die haben sich gerade selbst in Luft gejagt. Herrlich. Vorsicht. Nein, Mist. Den haben wir auch. Schießpulver kriegen. Ich glaube, die sind gerade sauer auf sich gegenseitig. Kann das sein? Bleibst du hier? Ah, Mist. Nee. Ah, voll rein. Aber wir haben ihn auch voll erwischt. Okay, raus da. Nimm nochmal eine Salbe. Passt, aber wir haben genug von den Salben. Okay.
Eingesammelt haben wir, glaube ich, alles. Wieder runter. Oh, der Dings, der Hammer. Alles reparieren, auch die ganzen Klamotten. Sehr schön. Hat nicht viel gekostet an Essenz. Weiter geht's. Okay, hier unten haben wir auch noch einen erwischt. So, ich hoffe, jetzt kommt hier keiner. Fehlt uns zwar die Mitte, aber wie gesagt, zum Glück im YouTube-Video kann man ja dann Pause machen und das zumindest selber durchlesen. So, drittes Echo, was wir hier finden. Okay, das oben ist immer gleich. Als Knappen kennt ihr die Ritter des Roten Kreuzes nur aus der Sicht eines Laien. Schlechter von Bestien, Eroberer der Wildnis, Deuter der rätselhaften Fee. Wenngleich diese Legenden Wahrheit in sich tragen, ein Lächeln umspielte seine Mundwinkel, so verrät doch keine von ihnen unsere wahre Bestimmung. Wir sind die Verwalter dieser Lande, Hürden unseres Volkes. Wir bewahren die Menschheit davor, weiter vorzudringen, als wir willkommen sind und verhindern eine lange prophezeite Ausdünnung unserer Reihen. Dies ist die Pflicht eines Ritters des Roten Kreuzes. Als wir uns der innersten Kammer näherten, verlangsamte er seine Schritte. Niemand außer ihm gab einen einzigen Laut von sich und selbst das Klacken der Stiefel auf dem Steinboden glich beinahe einer Kakophonie. Obwohl ihr noch viel lernen müsst, habt ihr euch dieses Amtes würdig erwiesen. Mit der Zeit wird unsere Geschichte auch die eure werden. Unser Bündnis wird euers werden. Und es wird an euch liegen, unser uraltes Vermächtnis fortzuführen. Okay. Wenigstens dürfen wir das jetzt für kurz mal in Ruhe lesen. Und wir gehen weiter. Oh, das sieht auch mal gut aus hier unten. Gefällt mir auch. Okay, wir haben noch eins. Sieht ein bisschen aus wie das Rätsel draußen, ne? Wo wir das Rätsel mit den Tönen. Hoffnungsecho freisetzen. So. In der Mitte der Kammer ragte ein riesiger Mechanismus auf. Zweifellos ein Machwerk der Fee. Nie zuvor hatte ich etwas Vergleichbares gesehen. Nicht einmal in meiner Fantasie. Tretet vor und bestaunt unseren Schatz. Es ist der erste von vielen, denen ihr im Laufe der Zeit begegnen werdet. Zögerlich versammelten wir uns um das zentrale Podest der Maschine. Sie war wunderschön und fremdartig. Ihre pulsierende Magik fesselte meinen Verstand und gebot mir zu fliehen. Das Wissen, das darin aufbewahrt wird, ist alles, was die Welten von jenen trennt, die ihren Gefahren anheimfallen würden. Und alles, was diese gelobten Welten von jenen mit unreinen Absichten schützt. Legt eure Hände auf den Altar und spürt, wie die Welten euch empfangen. Saugt die Faser ihres Seins in euren Verstand auf dass es euch allein mit Tinte gelingen mag, euch in sie hineinzuziehen. So funktionieren die Karten, Leute. Man malt was. Okay, akzeptiert diese Macht und nennt euch selbst Ritter des Roten Kreuzes. Zuversichtlicher denn je streckt ich meine Hand aus. Und dann öffnet man die Portale. Mit den magischen Karten, die man vorher malt. Oh, hallo. So, warum wird das Licht so? So müssen wir hier wieder ein Rätsel aktivieren. Ein Knöpfchen. Knöpfchen sind zum Drücken da. Okay, nee, überhaupt nicht. Gar kein Rätsel. Da kommt ein Vieh. Nee, warte mal. Der ist aus Metall. Ob da so ein Hämmerchen gut ist? Keine Ahnung. Scheint ihm weh zu tun. Au, au, au. Er scheint uns aber auch weh zu tun. Wir bebrennen. Nimm eine Heilsalbe. Da hinten ist er. Okay, er macht irgendwas. Er hat uns wieder erwischt. Okay, er kann aber nicht die ganze Zeit schießen. Er muss dann auch kurz Pauschen machen, so wie es aussieht. Kann er da durchschießen? Ich hoffe nicht. Er kommt der schießt gar nicht, der schießt so nach vorne, aber ich dachte, der schießt irgendwas. Okay, der springt einfach nach vorne. Nimm eine Heilsalbe. Da ist er. Okay, das geht aber. Hämmerchen ist gut. Das verbeult ihm die Rüstung. Okay, das ging. Das ging. Hallo? Uns ist kalt. Oh, 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 oh. Uns ist kalt. Wir müssen hier raus. Wir haben die antiquarisch gehabt. Ist das so kalt? Ist unsere Rüstung kaputt? Reparier was.
Puck, wir... Ah, okay, es geht wieder. Nee, es geht nicht, uns ist eisig. Okay, wir reden mit Puck. Oh, well done, Realmwalker. Well done. Your deed befits the title, and the wider realms are within your reach. Ah, but you feel I've foxed you. Betraying no foresight of the dangers held within these walls. Listen, for I come with broom before, to sweep this dust behind the door. Though I did smirk, watching from the shadows, I was heartened to espy that my gifts are not wasted on thee. Our partnership blooms with the seal of a most fruitful requital. Assurances in hand. Press onward. Mark inky images upon paper, and so direct the flow of the interrealmic void. Might I suggest, for your first foray, a forest augmented by your new antiquarian knowledge. Oh, wie gut, Leute, er schreibt hier nochmal eine Bringe Tintenbilder zu Papier. Also, wie gut. Ob wir selber, ich bin gespannt, selber auch Karten irgendwie erstellen können dann? Wie gut, there are others like you, lost refugees, strangers to these Fey Wilds. So too are there more seasoned realm walkers who might point you toward Nightingale better than I. Go then with newly fashioned cards. Awaken yonder portal and tread on toward that which is boundless beyond the measurable. Achievement. So. Ah, wie gut, Leute. Okay, wir haben gerade was Neues zum Bauen gelernt. Magischer Fokus. Craft both a forest card and... Okay, wir sollen selber Karten herstellen. Eine Waldkarte und eine antiquarische Karte. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier frieren hier. Können wir von hier schnell reisen? Warum ist das einmal so kalt hier? Ja, wie gut. Wir können von überall zum Rückzugsort reisen. Oh, weil es Nacht ist. Wir frieren. Oh, rein in die gute Stube. Mach mal die Tür auf. Oh, Tür zu. Hat gerade ein bisschen geleckt hier beim Reinkommen ins Häuschen. Ja, schmeiß das mal beides rein, ruhig. Und anzünden. Ah, herrlich. Ein bisschen Wärme am Feuer. Nach so einem Kampf. Gegen was auch immer. Irgendein kleiner Metallgolem. Roboterviech. Super. Okay, hau dir mal hier was rein. Was Leckeres. So, repariert haben wir gerade alles, ne? Guck mal, da kannst du mal ein paar Bärchen essen. Die kannst du mal so essen. Die brauchst du jetzt nicht durchbrutzeln. Mal lieber so ein paar frische Beeren obendrauf. Mmh, lecker, mal ein bisschen was Fruchtiges. Tut doch gut. Ah. So, unsere Lämpchen sind gar nicht mal so schlecht. Unsere Kerze da, aber es könnte, hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Aber das Gute ist ja, wir können ja die ganzen Dinger hier verschieben, ne? Haben wir ja gelernt. Ich könnte die jetzt auch einfach umsetzen. Und könnten das alles, also auch die Lagerfeuer und so, wir könnten das also alles nochmal, werden wir auch nochmal ein bisschen neu aufteilen. Jetzt bleibt es aber erstmal hier, wo sie ist. So. Okay, ich würde sagen, das war eine sehr schöne, erfolgreiche Folge. Wir haben ein bisschen was Neues entdeckt. Wir haben eine Handwerkskarte, also eine erste kleine Karte ausgespielt. Und jetzt sollen wir irgendwie, achso, lass mal kurz gucken, wie wir den bauen. Das werden wir noch schauen. Das werden wir noch kurz gucken. Ist der hier? Ne, Mörser haben wir übrigens auch noch nicht aufgestellt. Eine Sache fehlt uns also noch, die wir noch gar nicht gebaut haben, den Mörser. Und wir können ja mal gucken, ob wir uns auch mal ein schöneres Dach dann verpassen. Wo ist jetzt hier... Oder müssen wir den... Hätten wir den erst kaufen müssen. Draußen. Anwesen. Ausruhen. Ist nicht da, ne? Oh doch, hier, warte mal. Hier ist er. Einfacher Verzauberungsfokus. Bauholz, Barren, Glas. Oh, Glas haben wir gar nicht. Wir haben auch den Schmelzofen nicht gebaut, ne? Den haben wir auch noch nicht gebaut. Okay, ich schätze mal, hier können wir dann den Sandstein zu Glas einschmelzen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und Barren natürlich auch. Wir haben ja schon Erze gesehen, jede Menge. Und wir haben aber auch schon ein paar Barren gefunden. Okay, also wir brauchen das Ding und wir brauchen den Schmelzofen. Also erstmal den Schmelzofen, Mörser am besten auch. Schmelzofen, Mörser und diesen Verzauberungsfokus. Okay, wie gut. Das sind also schon mal ein paar Sachen, die wir für die nächste Folge ansetzen können. Wir müssen langsam zum Ende dieser Folge kommen. Wir sind schon wieder bei... Nähern uns schon wieder der Stunde langsam an.
Naja, 50, etwas mehr als 50 Minuten haben wir gleich. Ich würde sagen, das ist schon wieder eine gute Folgenlänge. Und wir haben auch einiges geschafft. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt nochmal ganz kurz hin und gönnen uns mal richtig schön nochmal eine lange Ruhezeit. Herrlich. Und dann können wir in die nächste Folge schön hier frühmorgens frisch ausgeruht starten. Machen wir Feuerchen aus. Und Material ein bisschen sammeln, dann bauen wir die Sachen zusammen, die neuen, und gucken mal, was wir machen können. Stellen sie in den Schmelzofen hier irgendwie in die Ecke, am besten da hinten sieht es ganz gut aus. Und bauen den Rest auch auf. Haben wir denn, lass mal kurz gucken, haben wir denn ein bisschen Sandstein da? Hätten wir. Okay, und ein paar Erze haben wir auch schon wieder. Sortieren wir dann noch ein. Das mache ich jetzt offscreen. Und dann nächste Folge geht es dann weiter mit den Aufbauen von den neuen Sachen. Mal gucken, ob wir uns Karten herstellen können. Dann öffnen wir vielleicht sogar ein Portal und geht das erstmal auf die Reise. Ich bin super gespannt, ihr Lieben. Lieber, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.